Hey, herzlich willkommen bei Handball Inspires. Gensheimer und Co. begeistern uns immer wieder mit ihren Trickwürfen, welche gerade in ausweglosen Situationen oft den Unterschied ausmachen. In dieser Videoreihe möchte ich euch mein Training zum Thema Trickwürfe, Heber, Dreher, Leger auf allen Positionen für euer Training mit an die Hand geben. Von der Erwärmung bis zum Abschlusswettkampf liegt der Fokus auf dem technischen Erwerb und dem Verbessern eurer Trickwürfe. Bleibt am Ball und lasst euch inspirieren. Wir möchten nun ein positives Ende unserer Trainingseinheit finden. Ich finde ein Minispiel immer als Abschluss sehr, sehr interessant und schön. Wir nutzen hierbei Technik, Trickwurf, Dreher. Jeder Spieler kämpft für sich. Nach dem Spiel soll jeder Spieler nochmal einen wichtigen Punkt, den er aus dem Training mitnimmt, für sich Revue passieren lassen und der Gruppe mitteilen. Viel Spaß jetzt beim Abschluss unserer Einheit. Hier, so. Das heißt, am besten Linkshänder da drüben und Rechtshänder hier. Einfache Geschichte. Drehe ich hier direkt rein am Pfosten, ohne dass es um das Kegel rumgeht, kriege ich 0 Punkte. Bringt mir nichts. Ein Punkt. Der Ball kommt hier auf, geht rein. 2 Punkte, der Ball kommt hier auf, geht rein. 3 Punkte, der Ball kommt hier auf, geht da rein. Okay. Hintereinander wegfeuern. Wir machen 3 Durchgänge. Wer maximale Punkte erreicht, gewinnt. Ganz einfach. Ich auch nicht. Komm, Jungs. Ja, genau. Und hintereinander weg. Schnell weg, wieder aufnehmen. Stopp. Rechter Fuß, hey. Ja, rechter Fuß bei dir. Wenn alle vorbei reinlesen. Oh. Ja. Schade. Oh. Nee. Den gibt's im Spiel auch nicht. Direkt rein. Ein Punkt. Clever. Digga, ihr müsst. Ey! Nee. Das ist ja kein direkter Wurf über ein Hütchen, sondern ein Punkt. Clever. Bälle raus, zweiter Durchgang und letzter. So, es gab 9. Wer ist Gewinner? Ich habe 3. Lennart und Tim haben gewonnen, die sind durch. Auch drei. Wer 3 hat, ist durch. Es gab 9 Punkte zu erzielen. Die Differenz als Räder links und Räder rechts. Und dann treffen wir uns im Logo nochmal und dann sind wir durch. Also 9-9, oder? Wenn du 0 Punkte hast, dann ist es 9-9, ja? Okay, Abschluss von der ganzen Thematik, dass wir nochmal alle Punkte, die wir jetzt angesprochen haben, mal mitnehmen. Jeder eine wichtige Besonderheit, die er aus dem Training mitnimmt, die wichtig ist für einen Trickwurf, Heber, Dreher, Leger. Ja? Jeder einen Fakt. Erstmal den normalen Wurf andeuten und dann so einen Trick entscheiden. Torgefahr immer wieder. Alles ist möglich, Position annehmen, schön öffnen, richtig. Also aussteigen. Aussteigen, warum? Damit ich lange warten kann. Damit du mehr Zeit hast und er sich früher reagieren muss, ja. Mit heute. Ja, die Vorgeschichte, also den... Vorbereiten. Ja, Dreher, Heber, Leger, damit machen wir keine 10 von 10. Aber die helfen uns mal, den besonderen Schuss zu machen. Und wenn wir uns den vorher vorbereiten, das meinst du, glaube ich, eine ordentliche Vorbereitung, dann können wir uns auch die Räume schaffen für die Aktion. Schleudern. Schleudern gucken, Standbein schauen. Ja, gerade von dir wichtiger Tipp, Standbein gucken. Finn? Ein bisschen auf Bananen schießen und so hochgehen und aufdrehen. Aufdrehen, gerade für dich nochmal mit Geschichte, kannst du für deinen Heber viel stärker nutzen. Ja, auf dem Einbein Standbein schilden, schnell. Immer wieder als Option, ja, Tim? Auch richtig, genau, nicht die ganze Zeit hier oben schon wackeln und dann den Ball loslassen und Finn. Ja, genau, mutig sein, Handgelenk oben rein, unten rein, rausdrücken. Ja, ist immer der besondere Schuss, der uns manchmal eine Meisterschaft schenken kann oder eine rauben kann. Vor allem, was mir nochmal wichtig ist, nimmt gerade die ersten Geschichten mit Spielwitz. Ja, seid mutig da, seid kreativ in der ganzen Geschichte.
aber seid auch verantwortungsvoll für den Ball. Ja, wenn wir die ganzen Punkte ordentlich umgesetzt haben, wenn wir eine gute Vorbereitung haben, wenn wir uns ordentlich geöffnet haben, aufgedreht, Handgelenk ordentlich einsetzen, dann ist auch keiner böse, wenn wir mal einen Dreher machen, weil wir die ganzen Punkte vorbereitet haben und unseren Torhüter darauf eingestellt. Jungs, ordentliche Einheit, ganz lieben Dank. Training ist hiermit beendet. Findet gerne immer selbst einen positiven Abschluss in eurer Trainingseinheit. Dies kann über ein Minispiel wunderbar realisiert werden. Hier findet direkt der Trickwurf-Dreher auch nochmal Einzug. Das Abschlussgespräch soll gerne auch ein solches sein. Nutzt die Worte eurer Spieler, um die Inhalte für jeden nochmal greifbar zu machen und besser zu verinnerlichen. Dadurch kriegt ihr mit, welche Trainingsschwerpunkte wurden denn noch behalten oder welche Inhalte sind für jeden Spieler individuell sehr interessant. Ihr helft damit aber auch, die Trainingsschwerpunkte für den einzelnen Spieler besser verarbeiten zu können. Denn dieser muss sich nochmal Gedanken darüber machen, muss sich selbst reden hören, muss selbst sprechen und hat andere Stimmen nochmal, die andere Inhalte kommunizieren. Dadurch wird die Verarbeitung deutlich leichter. Ich hoffe, ihr könnt dies auch für euren Trainingsbetrieb nutzen, denn Handball inspiriert.